Vielen Dank für die Diskussion und die Arbeit. Ich habe aus den Augenwinkeln einiges gesehen. Ich bin neugierig, wir werden es ergänzen können. Wir werden uns nicht bei jedem Buch, mit jedem Buch eine halbe Stunde beschäftigen können, sondern eher 6, 7 Minuten. Und gleichzeitig könnte man das natürlich nach einer halben Stunde lang machen. Das heißt, wir reißen uns an. Was dabei sicherlich auch sichtbar wird, ist, dass unser Blickwinkel auf ein Buch immer von uns selbst geprägt ist. Also sehr subjektiv ist. Ich kann manchmal, bei Kindern, kann die Subjektivität so weit gehen, dass es ganz am Buch und an den Interessen des Buches vorbeigeht. Wir werden mal schauen, ob das auch der Fall ist, ob uns das Kindliche bewahrt haben. Ganz am Gegenstand vorbei. Oder nicht. Es sind bei manchen Büchern sind es zwei Gruppen. Da würde ich einfach fragen, welche Gruppe es zuerst möchte und die andere Gruppe ergänzt es dann vielleicht. Okay. Fangen wir vielleicht mit der Erbse an. Da hatten wir hier eine Gruppe und da eine Gruppe. Das können wir ja auch teilen. Vielleicht ist eine Gruppe zunächst mal die Problematik vorstellt. Was ist das für ein Buch, was für eine Geschichte, worum geht es da? Wer würde das machen? Genau. Ich bin doch keine Erbse. Da geht es darum, dass die beiden, also das Flusspferd sowie der Vogel, unheimlich gute Freunde sind und auf einen Ball müssen und sich dafür aber verkleiden müssen. Und dann geht es auf jeder Seite irgendwie darum, was sie denn zusammen werden können. Also einmal die Prinzessin auf der Erbse, genau da. Da ist dann das Flusspferd die Prinzessin und der Vogel die Erbse und er ist überhaupt nicht damit einverstanden und schlägt auf der nächsten Seite dann vor, was er denn gerne möchte. Und es ist immer so ein Hin und Her. Genau, also da ist jetzt zum Beispiel wieder das Flusspferd, was sich überlegt, was es gerne sein möchte. Und der Vogel möchte es aber gerne also nicht sein und überlegt sich dann wieder was Neues, was er denn gerne sein möchte. Und das Flusspferd dann genau sein kann. Und die Problematik ist erstmal, dass jeder erstmal von sich ausgeht und dann mal schaut, dass der andere dann dazu werden könnte, also sich dazu verkleiden könnte. Genau, und schlussendlich ist es dann so, dass beide auseinandergehen, weil sie sich nicht einigen konnten und sich aber dann auf dem Ball wieder treffen und beide quasi sich als Erbse verkleidet haben. Das Flusspferd hat sich die Erbse auf den Kopf gebunden und der Vogel hat das ganze Kostüm an quasi. Und die stellen sich dann gegenseitig vor. Also zum Schluss sagt das Flusspferd, ich bin Hugo das Flusspferd und Hugo das Flusspferd von Bella. Und Bella sagt dann der Vogel, ich bin Bella, der Vogel von Hugo. Genau, und da geht es grundsätzlich erstmal darum, Empathiefähigkeit anzusprechen, Rücksichtnahme auf den anderen, genau, und Kompromisse finden, damit beide glücklich sind. Da wird der Wert von Freundschaft nochmal angesprochen und halt, dass das Ziel häufig einfach Gemeinschaft ist und genau, wie man das zusammen hinbekommen kann. Vielen, vielen Dank. Ich möchte die andere Gruppe was ergänzen, sonst würde ich die andere Gruppe bitten, zu den Aspekten aus dem Kriterienkatalog da entlang etwas noch vorzustellen. Wer würde das von der anderen Gruppe dann nehmen? Also so ergänzend haben wir da eigentlich nichts zu. Wurde eigentlich gerade alles gesagt. Ein bisschen lauter. Selbstwirksamkeitsglaubens, das ist das. Genau. Okay. Und da haben wir uns eigentlich in der Gruppe bei allen drei Aspekten auf A einigen können, dass die Problemlösung von den Protagonisten selbst gefunden wird, dass die beiden gestärkt aus der Geschichte hervorgehen und
von den anderen Gruppen Nachfragen zu der Geschichte. Okay, dann müssen wir das sagen. Nenn nochmal Schwerpunkte, die genannt wurden, auf die ich gleich auch gerne nochmal eingehen möchte. Also einmal ist Egozentrik ein Schwerpunkt. Meine Studentinnen verwechseln das gerne mit Egoismus. Ich erzähle immer folgende Geschichte, meine Lebensgeschichte zur Egozentrik. Die kleine Tochter, 3 Jahre, eines Freundes steht vor dem Aquarium ihres Vaters, ich war dabei, guckt auf das Aquarium und die Fische und sagt im Brustton der Überzeugung, arme Fische, immer nass. Das ist Egozentrik, ne? Weil ich möchte nicht immer nass sein, die armen Fische. Also alles sozusagen aus der eigenen Perspektive heraus zu beurteilen. Piaget denkt als eine wichtige Aufgabe im Übergang in der Grundschule Dezentrierung. Bei einem Brummkreisel wäre das nicht gut. Ne? Bei der Achse vom Auto auch nicht. Bei Kindern sozusagen, es ist das Bild, dass man aus dem eigenen Zentrum rausgehen kann. Und ich werde gleich noch in der Vertiefung darauf eingehen, das haben Sie schon angesprochen, dass Freundschaft eine wesentliche Rolle spielt. Freundschaft ist ein Motor der psychischen Entwicklung, genau wie in diesem Buch. Okay, vielen Dank. Darf ich noch einen Aspekt ergänzen? Ja, natürlich. Am Schluss sagen die beiden, ja, wir gehören zusammen wie 2 Erbsen in einer Schote. Das fand ich so schön, weil sie ja vorher ihren Konflikt ausagiert haben und es jetzt nicht darum geht, dass einer ein Stück von sich abgibt, um mit dem anderen Gemeinschaft zu haben, sondern 2 Erbsen in einer Schote heißt ja, die bleiben ja 2 völlige Individuen und haben einen gemeinsamen Fußpunkt ihrer Gemeinschaft. Richtig. Das fand ich schön ausgedrückt. Das verschmelzt nicht, ne? Ja. Das ist ein biotisch, der Schote. Ja, der Bär auf dem Spielplatz, auch da gab es, glaube ich, gab es da 2 Gruppen inzwischen? Eine Gruppe, die trägt ja nicht volle Verantwortung. Volle. Ja, auch anstrengend genug. Also, die Geschichte handelt von einem Bären, der einfach mal auf den Spielplatz geht. Oh, ich fange jetzt einfach an, sonst okay. Ja? Ergänzen. Okay, also der Bär auf dem Spielplatz spielen will, Spielplatz sieht und sagt, boah, toll, da gehe ich jetzt drauf. Und ohne Rücksicht auf Verluste geht er auf alle Spielgeräte, die er zu finden hat, und die Kinder werden von Mal zu Mal böser. Mögen aber nichts sagen, weil der Bär ja groß und stark ist und sie einfach auch Angst haben. Bis der Bär dann auf der Wippe sitzt und feststellt, die Wippe alleine geht nicht. Und die Kinder sich dann sagen, so, jetzt sind wir nicht alleine, sondern wir können ja mit vielen. Und jetzt gucken wir mal, was der Bär macht und wir setzen uns mit. Erst 1, 2, 3, bis dann hinterher 10 Kinder und das dann ungefähr passt. Und die den Bär nach oben schnellen. Und dann von der Wippe runterspringen und der Bär auf sein Popo landet. Und der Bär darüber natürlich traurig ist, weil er sich wehgetan hat. Und die Kinder dann zu ihm sagen, ja, aber du hast ja auch nicht auf uns Rücksicht genommen. Und ja, und dann kommen die ins Gespräch, die Kinder und der Bär, und sie stellen fest, dass der Bär eben ja nicht besonders nett zu den Kindern gewesen ist. Und die Kinder deswegen irgendwie auch nicht unbedingt mit ihm haben spielen wollen. Ja, und zum Schluss kommen auch noch die Erwachsenen dann, also spielen dann hinterher noch alles schön zusammen. Und dann kommen die Eltern natürlich ihre Kinder abholen. Und dann ist natürlich auch großer Schreck, oh Gott, was macht der Bär da auf dem Spielplatz mit unseren Kindern? Ist das nicht gefährlich? Aber die Kinder dann sagen, nein, der Bär, der passt auf uns auf, vielleicht mit dem können wir spielen, das ist ganz toll. Und ja, der Bär dann hinterher jeden Tag einen Topf Honig. Als Belohnung dafür, dass die Kinder haben. Okay. Was haben Sie als Problematik identifiziert? Also, darf ich noch ganz kurz ergänzen? Ja, klar. Wir haben eben auch gesehen, dass der Bär auch auf dem Spielplatz sein Problem hatte, weil die Kinder ihn nicht haben wollten. Sie ließen ihn nicht mitspielen. Er wollte gerne mitspielen und sie haben immer gesagt, nee, wollen wir nicht. Dann hat er sich halt durchgesetzt. Das war so der zweite Aspekt. Okay. Genau, der Problematik. Und das ist das, was wir so ein bisschen also bemerkt hatten mit der Problematik und der Krisenentwicklung. Wir haben einfach das von beiden Seiten gesehen. Einmal die Kinder, die sich nicht getraut haben, gegen diesen großen, starken Bären sich gegenzusetzen.
Prinzessin, aber eben auch der Bär, der eben Außenseiter, gleich die Außenseiterposition hatte, weil er eben anders als die Kinder war. Das war so unsere Problematik. Also okay. Wir haben zweierlei daraus gefiltert. Okay. Wie sieht es mit den Aspekten aus, wie sollen Kinder arbeiten? Einmal die Stärkung des Selbstwirksamkeitslaufens und die Stärkung der emotionalen Kompetenz. Bei 1, also Stärkung der Selbstwirksamkeitsglauben, haben wir sowohl, dass es von dem Protagonisten selbst ausgehend ist, dass die Kinder also von der, sich selber auch sich was überlegt haben, beziehungsweise der Bär hinterher auch bereit war, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen und dadurch mit den Kindern zusammen das Problem eben zu lösen, aber eben auch von den Kindern her, dass sie eben, ja, dass sie auch miteinander gespielt haben, also miteinander gesprochen haben und dadurch das Problem gelöst haben. Zu Beginn, der schwächere Protagonist, der geht gestärkt aus der Geschichte hervor. Das haben wir gesagt, das gilt für beide, also sowohl für die Kinder, die ja jetzt gestärkt daraus gehen, weil sie merken, Mensch, er ist zwar anders, aber man kann trotzdem unheimlich toll mit ihm spielen. Ich glaube, vor allem, wenn wir uns zusammentun, ne? Wenn wir spielen, genau. Dadurch, dass sie sich zusammengetan haben, sind sie ja stärker. Genau, die Kinder eben, und der, genau. Ja, und es läuft erfolgreich für alle. Okay. Wie sieht es mit den Gefühlen aus? Setzt sich mit den Gefühlen auseinander, haben wir da angekreuzt. Weil erstmal haben wir so ein bisschen überlegen, setzt es sich nicht. Aber wir haben sind dann mal von den Bildern ausgegangen und haben festgestellt, dass man schon die Emotionen anhand der Kinder schon ablesen konnte. Und wir jetzt einfach gesagt haben, wenn ich jetzt das Bilderbuch einem Kind vorlesen würde, würde das Kind ja die Bilder auch sehen und würde damit ja auch die Emotionen erkennen. Und dementsprechend waren wir schon davon ausgegangen, dass das schon auseinandergesetzt wird. Und erfolgreiche Strategien im Umgang mit den Emotionen haben wir auch werden vorgestellt, angekreuzt, weil sie sich ja hinterher zusammensetzen, der Bär und die Kinder, und nach einer Lösung suchen. Genau. Vielen Dank. Es gibt, das können wir jetzt nicht vertiefen, aber es ist ja schon eine spannende Stelle, ich will noch mal darauf hinweisen. Das war für mich, in meiner Kindheit war das No-Go. Das war wie Spucken. Und dann Wippe springen, wenn der andere um ist. Das tat man nicht. Das machen die hier. Die Kinder. Da muss man schon drüber nachdenken. Ist das, wie ich das, also es ist auch spannend, denke ich. Bei sowas bin ich immer sehr neugierig. Wie beurteilen die anwesenden Kinder das, mit denen ich drüber spreche? Was sprechen für Gründe dafür und was für Gründe sprechen dagegen? Es geht ja vielleicht gar nicht um richtig oder falsch, sondern darum, dass Kinder diesen Abwägungsprozess einfach mit zusammen mit dem Lehrer oder der Erzieherin. Und für mich die stärkste Stelle dieses Buches ist, der Bär könnte ja auf die Kinder losgehen. Was macht er stattdessen? Er kommt mit ihnen ins Gespräch. Vorher ja. War nicht dazu bereit oder konnte es nicht. Ja. Er öffnet sich. Wir können jetzt alle mal die Augen schließen und einen Moment überlegen, wo sich hin. Uns das letzte Mal jemand geöffnet hat, in einer vergleichbar krisenhaften Situation, und würden feststellen, dass das für alle Beteiligten wahrscheinlich was Beglückendes hat. Okay. Auf den Perspektivwechsel werde ich gleich noch eingehen. Ich darf das mal dazu stellen. Der Tag, an dem Marie ein Ungeheuer hat. Ja, das war wie also in dem Buch geht es darum, dass Marie ein Kindergartenkind im Kindergarten ist und von ihren Freunden oder Kameraden immer wieder so Sprüche gesagt bekommt. So, sie nimmt doch mal deine Flossen da weg oder halt mal die Klappe. Und immer wenn sie so eine Redewendung gesagt bekommt, stellt sie sich auch vor, dass zum Beispiel ihre Hände Flossen werden. Nimm doch mal die Flossen weg, sie stellt sich vor, sie hat riesige Flossen an den Händen. Oder dass sie so riesige Füße hat. Genau, sie stellt sich eben alles gedacht vor. Ist nachher, also sieht aus wie ein Ungeheuer, sagt sie. Und am Ende ist sie sehr traurig und möchte auch von niemandem gesehen werden. Und auch von den Geschwistern bekommt sie solche Redewendungen gesagt. Und auf jeden Fall kommt dann ihre Mutter.
sagen, eine Strategie könnte sein, wenn ich ein Problem habe, ich sage es meiner Mama an. Das wäre wahrscheinlich für viele Kinder schon viel. Eine Stelle würde mich interessieren, da haben Sie gesagt, Marie stellt sich vor, dass sie wirklich Flossen hat. Ich würde dagegen an Marie, kommt richtig Flossen. Die hat auf einmal eine Kartoffelnase. Das wäre für mich eine interessante Frage, wie Kinder das rezipieren. Rezipieren die das als Veränderung oder als Vorstellung? Wir müssen das nicht unbedingt jetzt beantworten, aber einfach mal den Gedanken. Ja, bitte. Ja, ich wollte nur sagen, das sind ja so fantastische Elemente, die das Kind einfach, also die jeder Leser, denke ich, auch selber für sich entscheiden sollte. Wenn der Leser sagt, sie stellt sich so vor, dann ist es ja eine subjektive Wahrnehmung und die sollte dann ja genauso in Ordnung sein, wie jetzt, wenn man sagen würde, sie kommt sie wirklich, diese Flossen oder sowas. Also ich denke, dass man das zum Beispiel dann auch nicht unbedingt behandeln sollte, ist es jetzt wirklich oder nicht. Ich denke, dass es kommt auf den Leser drauf an. Ja. Ich glaube, ja, ich meinte auch nicht, das ist völlig richtig, ich meinte auch nicht, dass ich selber richtig oder falsch rausbekommen wollte, sondern ich denke eher darüber nach, dass sich ja Kinder in dem Alter noch in einer Phase befinden, die nennt sich magischer Realismus. Die glauben ja noch an die Weihnachtsmann und haben ein anderes Verhältnis zu dem, was wir mal in die Wunschwelt oder die Traumwelt oder ja, rational nicht zugängliche Welten nennen. Ich bin nämlich nicht, ob Kinder durch diese Vorstellung kommen, dass das tatsächlich da passiert. Wenn ich an Geschichten denke, wie Jim Knopf und die 13, das war alles passiert, oder Astrid Lindgren, dass Pippi so stark ist und ein Polizisten wirklich hochwirft. Oder die Antworten, die sie in der Schule der Lehrerin gibt, sind ja vielleicht schon ein wenig unterschiedlich. Ich glaube, Kinder nehmen das für wahre Münze. Die zweite Sache, die man noch bedenken müsste, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen gleich in der zweiten Hälfte. Der Kriterienbogen ist ja angelehnt an so etwas wie Resilienzwahrung, also Widerstandsfähigkeit. Unterstützt das Buch innere Prozesse, die zu Widerstandsfähigkeit führen, zu einem positiven Selbstbild und. Und wir haben jetzt festgestellt bei den Kriterien, Marie löst es nicht alleine. Hätte ein Kind in dem Alter die Option, es alleine zu lösen? Was meinen Sie? Also in diesem Konflikt Selbstbild-Fremdbild, Außenbild-Eigensicht. Das Kind kann das nicht unterscheiden. Für mich ist das ja nicht so ähnlich, wenn für ein Kind wäre es auch eine Möglichkeit, was einem damals auch passiert. Sagt, würde Ihnen spontan der Begriff einfallen, der die Kompetenz beschreibt, die uns in die Lage versetzt, es selbst zu bestimmen? Da hängt das griechische Wort für selbst drin. Kennt das jemand? Das sind meine Lieblingsfragen bei meinen Studierenden. Weil dann sage ich mal, jeder zweite steigt jeden Morgen in sich selbst ein. Danke. Und diese Kompetenz, sich selbst das Gesetz zu geben. Und das griechische Wort für Gesetz heißt wiederum Nomos. Autonomie. In welche Entwicklungsphase gehört Autonomie? Ist das so Übergangsalter Kita? Sondern? Ja, natürlich. Ne? Das ist die Jugendphase, in der Autonomie in den Vordergrund rückt. Das heißt, es wäre sehr unrealistisch, wenn man die Protagonistin des Problems selbst lösen ließ. Das würde entwicklungspsychologisch nicht passen. Okay. Das letzte Buch. Die kleine Gans, die aus der Reihe getanzt. Es waren zwei Gänsegruppen, wenn ich mal so sagen darf. Da ist eine, wo ist die zweite? Oder gab es das? Okay. Welche Gruppe würde anfangen, das Buch kurz vorstellen? Bitte. Ja, wir hatten die kleine Gans, die aus der Reihe tanzt. Und da wird am Anfang erstmal beschrieben, dass auf einem Bauernhof die Gänse immer zum Meer marschieren, alle immer im gleichen Takt, eins, zwei, eins, zwei. Und dann wird auch darüber geredet, ja, warum machen die das eigentlich? Ja, das haben wir auch schon immer gemacht.
Klienten mehr. Und dann ist da auch der Ego, der die Gruppe anführt und ja, der merkt dann, irgendwer tanzt aus der Reihe, da ist nicht nur 1-2, sondern da ist immer so ein Tschack dazwischen. 1-2, Tschack. Da fragt sich, was ist denn da los? Geht dann, fällt dann die marschierenden Entenreihe einmal an und geht dann zurück und da ist die kleine Sita. Und die ist gerade als Neue in die Gruppe gekommen und kann noch nicht so richtig marschieren. Und dann ist der Ego böse und sagt, ja, wenn du das nicht kannst, dann wartest du auf Bauernhof und kannst nachkommen, wenn wir schon am Meer sind. Und die kleine Sita ist auch so, ja, sie denkt sich oder will eigentlich sagen, dass sie das Marschieren auch für unnütz hält und ist ganz traurig und dass sie jetzt alleine laufen muss und geht dann halt zum Bauernhof und wartet da. Und da weint sie dann auch und verarbeitet erstmal, dass sie jetzt allein laufen muss und versucht auch zu marschieren mit einem 1-2-Takt. Sie hielt nicht so richtig und dann findet sie einen eigenen Takt, der dann irgendwie Platsch, Schnief, nochmal Platsch, Schnief, also so einen anderen Takt, so für sie, weil sie auch immer noch drauf ist, dass sie schnieft sie zwischendurch. Und dann fängt sie halt an zu mehr zu laufen und dann hat das Geschlecht. Und der macht dann noch so einen Tock dazwischen und nimmt diesen Rhythmus so auf und findet das ganz super. Und der läuft dann auch mit und dann hört das auch nach dem Specht, hört das dann die Kuh und der Esel und ganz viele Tiere nehmen diesen Rhythmus mit auf. Und der wird dann immer ergänzt durch die Geräusche, also eben noch ein anderes Tack, Tack oder Tock und so weiter, Mäh und Mu. Und es klingt halt ganz lustig und alle marschieren so in diesem Rhythmus von der kleinen Sita zum Meer und dann wollen alle nur noch mit der kleinen Sita zum Meer gehen und nicht mehr mit dem Igor. Ja. Darum geht's. Und wir haben halt gesagt, dass es von der Problematik darum geht, dass es okay ist, irgendwie anders zu sein, dass man dass es irgendwie in Gruppen zwar gibt, aber dass man da auch ausbrechen kann und auch okay ist und dass man sich selbst findet, dass es darum geht, sich selbst zu finden und nicht so zu sein wie alle anderen. Und ja, das ist um Mut zur Individualität. Habt ihr? Ich muss jetzt neu sein in einer, dass das auch eine Herausforderung ist. Dass man sich da anpassen muss, aber das wird auch eine Möglichkeit. Okay. Vielen Dank. Und sollten die Aspekte 2 und 3, die Selbstwirksamkeitsverbesserung und Stärkung der Sozialkompetenz bearbeiten. Wer würde das noch vorstellen? Als letztes vor der Pause. Ich habe gesagt, dass die Lösung des Problems von außen kommt. Das heißt, dass wenn sie sich da selber ja eigentlich gar nicht macht, sie verringert so ein bisschen Selbstmitleid, aber es sind ja die anderen Tiere, wie du schon gesagt hast, die dann im Endeffekt sie aus ihrem Problem befreien, das von außen kommt und nicht von selber ausgehend. Sie geht dennoch gestärkt aus der Geschichte hervor, weil im Endeffekt eben sogar die anderen Leben so mit ihr laufen, nicht mehr mit dem Igor zusammen. Also ja, sie ist gestärkt und die Geschichte verläuft mit dem Protagonisten erfolgreich. Eben weil sie gestärkt aus der Geschichte hervorgeht und erkennt, dass sie auch das auch okay ist, anders zu sein. Und die starken Selbstkompetenz, haben wir gesagt, ist der das es schon irgendwo einen Perspektivwechsel gibt im Buch, eben dadurch, dass einmal die Perspektive von Igor gezeigt wird, der ja sagt, dass es eben nicht okay ist, in der Reihe zu tanzen, und dann die Perspektive von den anderen Tieren, die eben sagen, ja, schöner Tag, dann machen wir es mit, das ist doch schon okay auch. Aber das, ja, was wir so ein bisschen kritisiert haben, ist, dass eben nichts von ihr selber auskommt, sondern dass sie eher so ein bisschen ja, abhängig ist von den anderen. Die ist dann treu. Zwischendrin auch gar nicht selber mehr zutraut. Da ist ja gar kein Selbstvertrauen oder Zutrauen, warum kann ich das nicht, warum schaffe ich das nicht oder auch keine aktive Entscheidung, ich mache was anderes. Also, das ist das passiert ja einfach so. Sie läuft hin, da ist ein Takt, da kommen andere Tiere, das realisiert sie auch zum Schluss, das ist ziemlich erschauen, nehme ich mal an. Das heißt, zum Schluss kommt sie gar nicht mehr vor, weil ich halt gar nicht die Emotionen sich dann überdreht. Okay, das wäre das Ende heute, denke ich, das sich ja abzeichnet. Eine spannende Schlussdebatte, weil mein Blickwinkel darauf, den ich dann auch noch vorstelle.
Jahren, wir waren nicht mehr viel übergeblieben. In den 60er Jahren war das so. Wir sind 40 angefangen und 11 sind bis zum Abitur gekommen. Und für diese 11, das war überschaubar. Jeder erzählt es aus seinem Leben. Und ein Klassenkollege erzählt dann, ja, er ist auch ein Kind, das wird inzwischen 3,5, 4 Jahre. Und das würde er in den Kindergarten erzählen. Das ist jetzt auch geschickt, weil man könnte ja den Willen von Kindern nicht früh genug brechen. Das war in den 70er Jahren. Mir ist es leicht hochgelaufen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon Kinder hatte. Und seitdem mache ich mir Gedanken über Eigensinn. Und dazu würde ich gerne dann abschließend aus dem Blickwinkel etwas zu der Geschichte vorstellen. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wenn jemand Fragen zu einem der Bücher hat oder sonst zu irgendetwas, was Bilderbücher anbelangt, gerne. Ich werde auf einiges, was diese einzelnen Bilderbücher, aber auch was das Bilderbuch überhaupt angeht, noch eingehen. Und zum Schluss noch etwas zu Arbeitsmethoden sagen, denn schlussendlich ist ja die Idee, mit solchen Büchern und Kindern gemeinsam zu arbeiten. Ich habe eine Literaturliste ausgelegt, die ist schon einigermaßen weg. Da sind die Bilderbücher drauf, die heute benutzt wurden und einige, die gleichzeitig thematisch dazu noch passen und ein wenig theoretischer Literatur, zum Beispiel ein Hinweis auf einen Link, ich weiß nicht, wer sich mit Robert L. Seelmann beschäftigt hat bislang, das ist jemand, der hat zum Freundschaftsverständnis bei Kindern gearbeitet und ich habe einfach mal eine ganz überschaubare Seite im Internet herausgesucht und den Link aufgeschrieben, wo man sich im Überblick informieren kann. Das wäre, glaube ich, auch der erste Aspekt, den ich ansprechen möchte. Das habe ich schon sagen lassen, dass der Lima die Farben nicht ganz originalgetreu wiedergibt. Das war also nicht. Bitte? Das liegt an der modernen Güte. Okay. Die Entwicklung des Freundschaftsverständnisses. Perspektivübernahme und Art der Freundschaft. Also Stufe 0, Sie können sehen, es ist angegeben 3 bis 6, darunter 4 bis 9, 6 bis 12. Das heißt, die Zeiten, das schließt sich nicht linear an. Die überschneiden sich. Das heißt, wenn Sie ein Kind von 5,5 Jahren haben, können Sie sich nicht sicher sein, ob es auf dieser oder dieser Stufe ist. Was aber für Kinder typisch ist zunächst, ist die egozentrische Weltsicht, mit der wir auf die Welt kommen. Gleichsetzung der eigenen Vorstellungen, Wünsche, Gefühle mit denen der anderen. Beziehung, die Art der Freundschaft aufgrund äußerlicher Eigenschaften. Zum Beispiel wohnt der potenzielle Freund im ersten Stock oder im vierten. Im vierten ist mir das zu anstrengend. Der kommt als Freund nicht mehr in Frage. Oder der hat nicht das richtige Spielzeug. Das sind sehr äußerliche Merkmale, nach denen in einer bestimmten Phase sich Freundschaft richtet. Die Subjektivität von Perspektiven wird bewusst. 4 bis 9. Und das ist ja genau das, was in diesem Ich bin doch keine Ärzte unterstützt wird. Das sind diese Flaschen, ne? Dass hier zwei Perspektiven aufeinanderfallen und man weiß nicht, für wen soll ich mich entscheiden. Ich werde als Kind mitgenommen und kann so Verständnis für die Sichtweisen des anderen bekommen. Also die Fähigkeit, sich selbst mit den Augen eines anderen zu sehen, wird so gefördert. Das heißt, das Bilderbuch treibt mit seiner Thematik für Kinder diesen Prozess der Dezentrierung nach vorn. Es gibt dazu keine, könnte man sagen, wie sieht es denn mit empirischen Untersuchungen aus? Es ist sehr schwierig, den Einfluss von Literatur im Labor nachzustellen. Oder Kinder so zu isolieren, dass sie sozusagen, die eine Gruppe kommt mit nichts mehr in Berührung, die andere nur mit Büchern. Das würde
vom Gesetzgeber auch nicht toleriert, solche Experimente. Die ganze Arbeit mit Literatur lebt aber eigentlich davon, dass wir sagen, Literatur befördert das. Ich komme an einer anderen Stelle noch darauf. Und ein Klassiker der Literaturdidaktik, wenn man so will, er hat sich selber nicht so verstanden, das wäre Bruno Bettelheim. Kinder brauchen Märchen. Der sogar so weit geht und sagt, es ist mir nachgerade schon schädlich, wenn über Geschichten gesprochen wird, Märchen wirken. Die haben Trostcharakter, die haben optimistischen Charakter, das ist ja im Märchen so, der kleine Schwache, wenn er den hilfsbereit ist, wenn er sich sozusagen als gütig erweist, wenn er den Ameisen und den Bienen und den Enten, die ihm auf seinem Weg begegnen, nichts tut, dann werden die zu seinen Helfern, diese Hilfsbereitschaft zahlt sich aus und auch der Kleine kann sozusagen, dem kann etwas werden, das Gute setzt sich durch. Dem steht der Bibelspruch, warum aber sterben die Gottlosen nicht, sondern nehmen zu den Gütern von Hiob ein wenig entgegen. Aber es ist eigentlich ein Glaubensstück für Erwachsene, aber für Kinder. Diese zwei Weltsichten. Jedenfalls, diese Bild, das wäre ein Aspekt, dieses Bilderbuch sozusagen Perspektivität fördert, Dezentrierung fördert und eine etwas fortgeschrittene Form der Freundschaft zeigt. Und das entspricht auch den Erfahrungen, dass es Freundschaften sind, die Kinder dazu bringen, einen Schritt weiter zu gehen. Das ist ja genau das, was in dieser Geschichte passiert. Man möchte den Freund, die Freundin nicht verlieren, deshalb nimmt man sich zurück. Freundschaft als Schönwetterkooperation, das ist ja Ausgewogenheit und Übereinstimmung stehen in Forderung, das gibt es auch unter Erwachsenen. Es ist ja nicht so, dass Erwachsene unbedingt über diese Stufen hinweggekommen sein müssen. Ich versuche meinen Studenten immer zu sagen, Egozentrik ist in einem bestimmten Alter eine Phase, in einem anderen Alter ist es ein Befund. Das erklärt sich, ne? Dann muss ein Spezialist dran, das ist nicht mehr ohne weiteres zu machen. Ja, das so viel nochmal zu dem Erbsenbuch. Wir haben den Spielplatz, den wir auf der Wippe, Kinder und den Bär, der an der Stelle genau das schafft, worauf es ankommt, nämlich sich zu öffnen und zu sagen, dass er traurig ist und warum er das eigentlich gemacht hat. Das heißt, wenn man so will, er stellt seine Schwäche vor. Er outet sich, sagt man auf Neudeutsch. Auch das wieder soziale Kognition, der kognitive Vorgang, der diese Dezentrierung, das Weggehen von der Zentrum befördert, innere Vorgänge bei anderen, zum Beispiel Handlungsmotive wahrnehmen und verstehen. Warum hat der Bär das gemacht? Er wollte nicht alleine sein. Die anderen haben ihn ausgeschlossen, also hat er sich mit Gewalt durchgesetzt. Das kann man gut oder weniger gut finden, aber jetzt kann man es nachvollziehen als Leserin und Leser. Und hier sozusagen die Hoffnungsbotschaft, die nicht evidenzbasiert ist, wie der Medizin das angeht, also empirisch nicht nachgeprüft, aber von der wir ausgehen, wenn wir mit Literatur arbeiten. Literatur lässt uns die Erfahrungen anderer verstehend nachvollziehen. Ich nenne das in meiner Veranstaltung zur Literatur, ich dachte immer, Literatur ist ein Lebensmittel. Ich kann Literatur zu mir nehmen und sie sättigt und stärkt. Und ich kann mit ihr wachsen, so wie mit Honig vielleicht, oder mit Wurstbrot, je nachdem, was man möchte. Und die Erweiterung des eigenen Blickfeldes, Überwindung der Egozentrik, mit der wir auf die Welt kommen. Und dazu liegen noch einige Beispiele. Dieses Bild würde dann zu passen, die wilden Strolche, die auch so ganz anders sind, sich ganz viel Mühe geben und ganz gesittet sind. Und das Wunderbare ist, dass am Ende die anderen Tiere sagen, wir erkennen euch gar nicht wieder, ihr seid langweilig, könnt ihr nicht wieder die wilden Strolche sein. Ja. An dem Tag, an dem Marie ein Ungeheuer war, sie verwandelt sich über den Fremdblick in ein völlig anderes Wesen.
einen Satz, mit dem man das, glaube ich, gut zusammenfassen kann. Kindern geht es rasch wie dem Adler, der unter Händen aufwächst. Es gibt auch entsprechende Geschichten, zum Beispiel das Bilderbuch von Gui Gui, dem kleinen Entodil. Das Krokodil, das in einer Entenfamilie aus dem Ei schlüpft, ist für eine Ente hält. Und dann in eine Identitätskrise gerät, weil das Krokodil begegnet, die wiederum wollen, dass er seine ursprüngliche Entenfamilie in eine Falle lockt. Das ist eine hochdramatische Geschichte. Mit Migrationshintergrund, könnte man sagen. Und soziale Akzeptanz in der Gruppe ist neben Freundschaften schließen das Thema für Kinder im Übergang, denke ich. Nach meinen Beobachtungen, wenn ich akzeptiert bin in der Gruppe, wenn ich keine Freunde finde, fehlt mir die emotionale Basis. Mein Überleben in der Gruppe ist nicht gesichert. Und soziale Ablehnungen gehen rasch einher mit einer Abwertung des eigenen Selbst. Einsamkeit, Nichtbeachtung oder gar Ablehnung sind in hohem Maße selbstwertabträglich und erhöhen das Risiko weiterer Entwicklungsprobleme. Für Kinder, ich muss mal gucken, ob das die nächste Folie ist. Ja, für Kinder ist wichtig bei diesen Büchern, und das ist das Besondere an Bilderbüchern, dass sie innere Vorgänge in konkrete Bilder verwandeln. Das ist noch im Kinderbuch so. Ich weiß nicht, wer dieses Jugendbuch kennt, Hanno malt sich einen Drachen. Hanno ist klein und dick und ein bisschen unbeholfen. Und wenn es ein Jugendbuch wäre, würde er Tagebuch führen. Und wir würden über dieses Tagebuch eine Innenschau in Hanno haben. Das ist mein Kinderbuch. Deswegen begegnet Hanno eines Tages einem Drachen, als er mal wieder die anderen an ihn gemobbt. Er sitzt auf einer Parkbank und malt etwas in den Sand, ganz selbst vergessen, und auf einmal kommt da ein Drache daraus. Witzigerweise möchte dieser Drache, der ist aus dem Drachenland rausgeflogen, weil er nicht tanzen kann, er ist nicht besonders sportlich und so, und er verlangt jetzt von Hanno, dass ihm all das beigebracht wird. Außerdem ist er wahnsinnig scharf auf Schokolade. Und sobald Hanno auch nur irgendwo ein Stück Schokolade, frisst der Drache sofort weg. Es ist unschwer zu erkennen, mit dem Drachen ist das alter Ego von Hanno ins Bild gesetzt, in eine konkrete Geschichte verwandelt. Das heißt, dieser Widerstreit zwischen jemandem, der sportlich sein möchte und, die anderen nennen ihn Bratwurstfriedhof in der Klasse, das ist nicht schön. Das ist kein Treffen oder was. Und dieser Widerspruch zwischen dem, was man erreichen möchte und dem, was man ist, der ist im Kinderbuch, wird ja genau in zwei geteilt. Ne? Da gibt es dann diese fantastische Figur, die das löst. Und das ist, also hier zum Beispiel, wie heißt er noch? Jonas, glaube ich. Ja, Jonas hat Angst vor dem Wolf. Der Wolf ist hier. Und je mehr Jonas davon erzählt, desto größer wird die Angst und die wächst mit. Und er stellt sich dem Wolf wirklich so vor wie jemand, der ganz dolle Zähne hat und eine rote Zunge. Und hinterher wird er halt, als er ein Mittel gefunden hat, ihn zu verjagen, wird er entsprechend kleiner. Oder Trotz, wo die wilden Kerle wohnen, der kleine Max trotzt ja. An dem Abend, als Max seinen Wolfspelz trug, heißt es, er hat wirklich einen Wolfspelz an. Die ganze Wut und Aggression wird richtig konkret. Ist nicht schön, was er mit dem Hund vorhat, offensichtlich. Wir wollen hoffen, dass der Hund schnell genug ist. Also das Bilderbuch hat den Vorteil, dass es Inneres, Psychologisches in Bilder verwandelt und so wird Psychologisches für Kinder anfassbar. Nachvollziehbar. Also auch, was der Außenblick mit einem machen kann, wird ja sozusagen im Bild konkret sichtbar. Deswegen habe ich auch gesagt, bin mir ganz unsicher, ob Kinder nicht zunächst mal glauben, dass das tatsächlich passiert. Weil, wenn man ehrlich ist, wenn man sich richtig klein und schäbig fühlt, ist man klein und schäbig. Egal, ob man nach wie vor 1,80 ist, man ist dann klein und schäbig. Hinterm Vorhang ist der Wolf und Max in seinem Wolfspitz. Ja, heute bin ich, das ist ein wunderbares Buch dazu. Da werden Gefühle, ich weiß nicht, wer es kennt, da werden Gefühle halt in Form und Farben gespiegelt. Und wer sich in Farbpsychologie auskennt oder mit klassischen Malern wie die Sieben Sünden, wie heißt der, der sehr viel Triptychons gemalt hat, 15. Jahrhundert. Herr Greco? Nee. Ein.
vielleicht komme ich gleich drauf. Nervös? Keine Frage, ne? Dieser Fisch ist nervös. Mutig, ja. Verlegen oder auch erstaunt. Ja, die kleine Gans, die aus der Reihe tanzt. Sita. Frau Graf ist einer von Ihnen. Ich habe mich da eigentlich aus dem Gespräch gestohlen, um noch mit anderen Menschen zu sprechen. Aber es geht um die Bedeutung von Anpassungsprozessen und auf dem eigenen Bestehen. Welche Bedeutung das bei Kindern hat, das ist gar nicht leicht, das zu klären. Was ich wichtig fände dabei, habe ich auf zwei Seiten. Einmal ist es so, dass wenn man sich mit Eigensinn beschäftigt, was für mich ein ganz positiver Begriff ist, stoße ich im Lexikon auf sowas. Die Pedanterie zählt neben Rigidität, Perfektionismus und Eigensinn aus heutiger psychologischer Sicht zu den Kernsymptomen der zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Verwandte Wörter, Dickköpfigkeit, Starrsinn. Und das ist auch durchaus so eine Alltagsformulierung. Sei nicht so eigensinnig. Du mit deinem Eigensinn. Und dabei finde ich, mir ist es zu eigen, das ist mein eigenes. Für mich ist das ganz positiv aufgeladen. Und auch ein Mensch, der einen eigenen Sinn hat, das ist doch ein ganz schönes Wort. Und ich habe das verbunden eher, diesmal ausgewichen, weil ich habe mich ganz lange in den letzten Tagen in der Entwicklungspsychologie gewesen und habe da ganz wenig zu gefunden. Zum Eigensinn, ja. Es ist mir nicht gelungen, was Schlüssiges zu finden. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es mir in meiner Arbeit als Lehrer unglaublich wichtig war, bei Kindern Eigensinn zu fördern. Und ich kann eine Geschichte vorstellen, die das spiegelt. Manchmal muss man ja dann andere Zugänge wählen. Oh, das ist nicht die Geschichte. Ich erkläre die Geschichte hinterher. Die heißt Der Igel. Es war einmal ein Igel, der hatte keine Freunde, weil er behindert war. Eines Morgens ging er in die Schule und ein Mädchen-Igel kam zu dem jungen Igel. Das Mädchen hat gesagt, wollen wir Freunde sein? Der Igel hat ja gesagt. Immer und ewig, ja, 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 rief der Igeljunge. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Sprachlich könnte man sagen, das sind vielleicht gerade Märchen behandelt worden, es war tatsächlich so. Das ist eine Geschichte von Wuppert und Paul, dritte Klasse, aus der Klasse, in der ich Klassenlehrer war, aus meiner Klasse. Was ist das Besondere? Wuppert war ein typisches Mädchen, Paul ein deutscher Junge, und die waren ab der ersten Klasse befreundet. Die haben Händchen haltend im Stuhlkreis gesessen und sind von den anderen gemobbt worden deswegen. Die haben es drüber so lustig gemacht. Sieh mal da, das ist Eva, was man so kennt. Und die haben sich nicht beirren lassen. Und dann unter anderem so eine Geschichte geschrieben, ne? Es war mein Igel, der hatte keine Freunde, weil er behindert war. Die Behinderung war, er hatte eine Freundin oder sie hatte schon einen Freund oder sowas. Dann ging er in die, dann haben sie nochmal ihre eigene Geschichte aufgegriffen. Ne? Ein Mädchen kam zu einem jungen Igel, das Mädchen hat gesagt, wollen wir Freunde sein. Immer und ewig, ne? In der dritten Klasse. Das hat ja was. Ne? Also das heißt, die haben auf sich bestanden und auf dem, was sie sozusagen ausmacht, auf ihrem eigenen. Die waren in so einem positiven Sinne für mich eigensinnig, diese beiden. Und da habe ich viele erlebt, also Marc und Hassan zum Beispiel, die Geschichte schon, das waren die einzigen. Die Klasse war vielleicht etwas ungewöhnlich, ich weiß nicht, wo Hans lag. Marc und Hassan zum Beispiel, das waren die einzigen Jungen, die im Stuhlkreis ab und zu gekuschelt haben. Was Mädchen, wenn sie einen Stuhlkreis in der Schule oder in der Kita sind, Mädchen machen das selbstverständlich. Sobald es Jungs machen, heißt es natürlich sofort, schwul, ja klar. Dann haben die so eine Geschichte geschrieben, wir mögen uns, ab und zu geben wir Nasenküsschen, aber wir sind nicht schwul. Also, und ich glaube zum Beispiel, dass freie Texte, die man mit Kindern schreibt, oder freie Erzählungen, dass die sehr dazu beitragen, dass Kinder ermutigt werden, eigensinnig in so einem Sinn zu sein. Wenn ich etwas möchte, was positiv ist, ich lasse mir das nicht ausreden, weil es vielleicht dem Gruppenreglement nicht entspricht. Und auf dem Hintergrund habe ich die Hoffnung, dass so eine Geschichte wie die von Zitter
zumindest bei den Kindern ein Gespräch darüber auslöst. Die Geschichten müssen ja auch nie eindeutig sein. Wenn man hinterher, da kommen wir gleich noch zu, über die Arbeitsmethoden, wenn ich darüber sprechen kann, hast du es auch schon mal erlebt. Warst du schon mal Zita oder warst du schon mal Igor? Das mag ja schon reichen, sich darüber auszutauschen. Darf ich noch was sagen, weil wir eben hier weitergesprochen haben? Gerne. Ich zu dieser Geschichte. Also der letzte Satz hat mich jetzt wieder ermutigt, weil das Gespräch kann ja dann zu dem führen, was die jeweiligen Kinder dazu sagen. Aber die Zita beharrt ja nicht auf ihrem Gang, sie verteidigt ihn auch nicht, sondern sie sagt ja immer nur, ich kann nicht anders. Also wenn ich das jetzt mal übersetze in Kinder, die in so einer Situation sind, dann wäre das ja auch was Resignatives, solange ihnen keiner zur Seite springt. Weil sie können nicht anders, genau daran leiden ja Kinder, wenn sie wegen irgendetwas Eigensinnigem im besten Sinne nicht akzeptiert sind oder ausgewiesen werden. Mhm. Ja, stimmt. Also wir waren eben am Schluss da, wenn ich das richtig lege, dass das ein spannendes Buch auch für Erwachsene, vor allem im pädagogischen Kontext oder unter pädagogischen Vorzeichen ist, weil es ja eigentlich heißt, dass die anderen Tiere, die dann dahinter her auf ihren Rhythmus einsteigen, eine Aufforderung sein kann, an uns, sage ich jetzt mal, auf die Kinder einzugehen, einzusteigen und die eigene Individualität auch zu bewahren, weil EMU und May und so, das haben sie ja weiter. Okay. Wir kommen zum zweiten Teil, zur Arbeitsmethode mit den Bildern. Es gibt eine relativ einfache Methode mit den Bildern, die immer erfolgreich ist. Ich nehme ein möglichst schweres, dann haue ich mal auf den Kopf, dann hat er eine Beule. Das ist Wenn-Dann-Kausalbeziehungen. Und das klingt sehr komisch, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diejenigen, die sich die Bachelor-Master-Geschichte ausgedacht haben, genauso denken. Die müssen in Kausalitäten befangen sein, was aus meinem Blickwinkel in etwa so ein wissenschaftstheoretischen Sandkastenniveau entspricht. Oder man könnte es auch ein bisschen elaboriert sagen, ungefähr dieser Geschichte. Ich drehe an der Schraube Bilderbuch oder ich drehe an der Schraube Curriculum und Kompetenzvermittlung. Ne? Dann habe ich einen bestimmten Studenten oder eine Studentin und danach habe ich dann eine bestimmte Schule. Haha. Ne? Wenn es denn so einfach wäre, aber ich glaube, dass dieser Zahnradmechanismus, das ja in ganz vielen Köpfen drin ist, dass die Dinge so funktionieren. Mein Bild ist ein ganz anderes. Das ist das Bild, was auch das Bild von Frau Graf ist, glaube ich. Es geht um Begegnungen an. Dieses Bild habe ich fotografiert. Ein Junge, der macht sich ein Bilderbuch am Meer. Was er dazu hört, ist ein Hörspiel, wir haben für Kinder, denen nie vorgelesen wird, kleine Hörspiele entwickelt, in denen die dauernd auf Fragen stoßen. Also das, was ich euch unter dialogischem Vorlesen vorstelle, das können die sich da anhören. Zum Beispiel, gefällt dir der Mann, was meinst du, was auf der nächsten Seite passieren könnte? Denke nach. Umgedreht. Dazu, wir hatten in der Gruppe witzigerweise eine Harfenistin, die arbeitslos geworden ist und auf Lehramt studiert. Und die hat die Hafenmusik dazu eingespielt. Und am Anfang gesagt, ich weiß nicht, das sind doch alles Rapper, die gucken RTL2, so ab 4 Jahren schon. Und die sind total abgefahren auf diese Hafenmusik. Also auf diese völlig meditative, ruhige, ganz sparsame Stimme. Und es ist ja immer schwierig, man darf ja die Bilder nie von vorne machen, dann darf man sie nicht mehr öffentlich benutzen. Das ist ja, obwohl die Eltern stellen danach ihre sämtlichen Kinder nackt bei Facebook ein, weil das ist eine andere Geschichte. Wir dürfen es nicht, aber dieser Junge war total versunken in das Buch und in die Geschichte. Das heißt, da war ganz eine Begegnung. Und wir wissen alle selbst, dass uns Begegnungen verändern können. Das hat jeder von uns Erfahrung. Und die Frage ist also, wie kann ich Begegnungen zwischen einem Bilderbuch und einem Kind herstellen? Abschreckendes Gegenbeispiel wieder, ich habe es hier im Fußball gerne geschrieben, das werden Sie gemerkt haben inzwischen. Ich bin vor dem Völkerkundemuseum in Bremen und eine Grundschullehrerin, die ihr Geld völlig zu Unrecht verdient, wie sich herausstellen wird, kommt mit ihrer Klasse und sagt, so Kinder, wir haben jetzt halb. In einer Stunde treffen wir uns wieder, guckt euch alles an. Es hat exakt 3 Minuten gedauert, da waren die ersten Jungs wieder da und haben gesagt, wir haben alles gesehen, was wollen wir jetzt machen. Ja. Wie kann man so unprofessionell sein? Wie geht das? Ne? Weil diese Kinder kennen ja diesen Lernortmuseum gar nicht. Ich muss ja eine Begegnung herbeiführen. Und viele Kinder kennen auch das Bilderbuch gar nicht. Das heißt, ich muss sozusagen zu einer Begegnung mit einem Stück Literatur beitragen. Wie mache ich das? 2 Sachen stelle ich Ihnen vor, die Sie wahrscheinlich kennen, aber manchmal ist es ja auch nett, daran erinnert zu werden.
Das ist diese Szene jetzt aus diesem Buch, ne? Der Bär schaut und dem geht es richtig gut und man sieht, dass es den Kindern nicht so gut geht. Darüber kann man schon wieder was über Perspektiven machen, dass man eine dieser Situationen unterschiedlich empfinden kann. Kommt in der Klasse ja dauernd vor, in der Gruppe, in der Kita. Dialogisches Vorlesen. Es gibt, da gibt es wieder empirische Untersuchungen. Dialogisches Vorlesen ist das, was sozusagen unterbricht, den anderen ins Vorlesen reinholt. Das ist das, was sehr effektiv ist, auch unter sprachförderlichen Gesichtspunkten. Es gibt dieses andere Format, wo jemand vorliest und dann sagt das Kind, übrigens, Alter, hör doch mal auf, lass mich lesen. Psst, psst, gut. Das ist witzigerweise ein Format, das trägt überhaupt nichts dazu bei. Zur Sprache, zur Fantasie und so, ist auch klar, ne? Weil es wird ein äußerlicher Prozess. Es ist nicht schwer, jetzt wiederum zu wissen, welches Format in eher bildungsfernen Familien, welches in eher bildungsnahen Familien vorkommt. Das Format des Dialogischen ist ein bildungsnahes Format. Trotz allem wird manchmal in Kindergärten oder in Schulen eher nicht dialogisch vorgelesen. Das Dialogische ist eine Methode, die ist nicht schwierig und trotzdem muss man sie lernen. Bei meinen Studierenden ist das mit das Schwierigste, das Gespräch zu führen. Stationenarbeit machen sie lieber. Kann eigentlich nichts mehr passieren. Da haben Kinder die Stationenarbeit differenziert vor sich hin, ein Gespräch mit einer Gruppe zu führen und die richtigen Impulse zu geben, dass das Gespräch spannend und aufregend bleibt. Das ist ganz, ganz schwierig, vor allem, weil es darauf ankommt, Ameisenfragen zu stellen. So nenne ich die. Das sind die Kleinen. Die große Frage ist, wie findest du das Buch? Schon sind alle Kinder tot. Ameisenfragen, die hast du schon mal im Bär auf dem Spielplatz gesehen? Was ist da eigentlich los in der Geschichte? Das redet, dass das gute Fragen sind, die die anregen, und eine gute Frage ist immer eine, die ein Kind beantworten kann. Sonst ist es eine schlechte Frage. Also, stelle die Frage, was siehst du auf dem Bild? Oder was fällt dir auf dem Bild auf? Wie guckt der Bär? Wie gucken die Kinder? Was ist mit den Kindern los? Eine Sache, die kann man aus der Gestaltpädagogik lernen. Wir bewerten und interpretieren ganz früh. Hat man uns in der Schule schon beigebracht. Statt erstmal wahrzunehmen. Und es ist ganz wichtig bei Bilderbüchern mit Kindern zunächst mal die Wahrnehmung zu. Was siehst du da eigentlich? Weil das haben viele Kinder schon, ne, die machen dann so. Ist noch eins da? Ne? Sich auf ein Bild einzulassen, das sind alles Prozesse, die ich wieder lernen muss. Den dialogischen Vorlesen führe ich Kinder da erst wieder hin. Und andere, die es schon können, die sind, es ist ja viel spannender, sich auszutauschen. Wie guckt der Bär, wie gucken die Kinder, was ist mit den Kindern los? Jetzt gerate ich in die Geschichte hinein. Wiederhole und erweitere, was das Kind sagt. Der Bär guckt zufrieden, ja. Der Bär schaukelt und guckt dabei zufrieden. Gehe auf Fragen mit weiterführenden Fragen ein. Die Kinder sind wütend, stimmt, die Kinder sind wütend, woran hast du das erkannt? Über Emotionen zu reden, über Mimik. Über die Wahrnehmung von Mimik werden Emotionen gelernt. Das lässt sich wieder in der Entwicklungspsychologie nachweisen. Kinder haben emotionale Schwierigkeiten, wenn die Eltern haben, die unbefähigt und unbeteiligt mit ihnen umgehen. Weil die Eltern sind das, worüber Emotionen lernen. Emotionen gucke ich mir ab. Der Klang der Stimme und Mimik, danach dann Gestik. Grundlegend bildend sozusagen für emotionales Lernen. Vorbild in den Interessen des Kindes. In Wirklichkeit gibt es keine Bären auf Spielplätzen. Das stimmt, das wäre auch gefährlich. Und wie ist das in Bilderbüchern und Geschichten? Das ist schon eine sehr elaborierte Frage, aber es gibt manchmal bei den 5-, 6-jährigen Jungs zum Beispiel so Realisten schon, die das Magische so richtig ablehnen. Das ist alles Quatsch hier. Kann doch gar nicht sein. Naja, und dann kann man über Mr. Spock reden, also vielleicht eine Medienerfahrung eindrücken, und wie es da so aussieht, ob das auch alles Quatsch ist. Dann wird der ein oder andere Kandidat vielleicht schon zurückrudern, damit seine Geschichten sozusagen bleiben. Sonst zerrinnt ihn ja vielleicht alles unter den Händen. Und auf einmal fange ich an, über Fiktion und Realität zu reden. Das ist ja ganz spannend. Das könnte philosophisch werden. Gib dem Kind die Hilfe, die es braucht. Ich finde den Bären so egal. Das finde ich immer ganz spannend, wenn Kinder so um Worte ringen und dabei ja manchmal unheimlich genau sind in der Hilflosigkeit von Sprache. Ich finde den Bären so egal. Ah, du meinst, die Kinder sind den Bären egal. Was ist es eigentlich egal?
Wenn man sagt, jemand ist mir egal. Freue dich über Fragen und Kommentare und zeig das. Ich kenne so Kinder, denen andere auch egal sind. Hast du das schon einmal miterlebt? Erzähl doch mal. Es ist, ich glaube, dieses Format fühlt sich sehr einfach an. Ich stelle fest, dass das finde ich manchmal im Studium so schade. Ich hätte gerne richtig Zeit, um solche Sachen zu trainieren. Richtig zu üben. Weil jeder von uns weiß das, wer im Handballclub ist, der geht viermal die Woche hin, wer tanzt, geht viermal die Woche, wer Klavier spielt, geht zwei oder dreimal die Woche oder übt und. Und diese Sachen, zum Beispiel Gespräche mit Kindern zu führen, wird dann einmal erklärt und danach soll man es können. Das ist eine gewisse Schwierigkeit. Also es lohnt sich, glaube ich, das zu üben. Und für mich kann ich sagen, es kommt auch darauf an, es ist ähnlich wie beim Tanzen. Am Anfang, wer da Erfahrung hat oder bei dem Musikinstrument, man spielt bestimmte Sachen vor sich hin und wenn man es internalisiert hat, kann man sich davon lösen und anfangen zu improvisieren. Und der ideale Umgang mit Kindern und Gesprächen sind natürlich Improvisationen. Das heißt, die Empfänglichkeit für die Situation, für das, was gerade geboten ist. Aber dafür brauche ich die Struktur. Ohne Struktur keine Improvisation. Gut, das wäre Punkt 1. Punkt 2. Es geht ja um Perspektiven, um Emotionen, um innere Prozesse. Und eine Methode, die innere Prozesse immer befördert, sehr befördert, die Kinder auch von sich aus wählen, um genau in diese Prozesse reinzugehen, Vater, Mutter, Kind, ist das Rollenspiel. Das Rollenspiel ist gar nicht einfach. Eine Schwierigkeit zum Beispiel, die mir in der Schule immer begegnet ist, erste, zweite Klasse, Kinder können spontan noch einen Ansatz in 200 Stunden ins Rollenspiel aufnehmen. Das muss immer begrenzt werden. Das ist manchmal sehr mühsam. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal auf einem Kindergeburtstag war, wenn die Kinder noch was vorführen. Man kann Schlafsack nicht nehmen quasi. Es wird richtig spät. Das können sie einfach so auseinandernehmen. Deswegen habe ich es irgendwie bevorzugt, zum Beispiel mit Standbildern zu arbeiten. Das ist eine sehr überschaubare Methode. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Nehme ich mal an. Mit finsterem Blick schreitet Igor die Reihe der Gänse ab. Vor Zita bleibt er stehen. Zwei Kinder frieren diese Szene ein. Darum geht es beim Standbild, eine Szene einzuführen. Jetzt können die Zuschauenden fragen. Es geht um den Wechsel von Zuschauern und Fragenden. Igor, was denkst du? Warum guckst du so? Was willst du von Zita? Zita, wie fühlst du dich gerade? Hast du Angst vor Igor? Warum guckst du auf den Boden? Das ist eine Szene aus einer Klasse. Sie passt zu Zita und Igor. Sie ist aber nicht so Zita und Igor, ich bin nicht Mogel. Hier geht es um eine Franz-Geschichte, wo der Franz seine Freundin Gabi angelogen hat und das fliegt auf. Franz möchte auch alles Mögliche immer machen. Also wer sich für die Franz-Geschichte interessiert, Franz ist ein Übergangskind. Er ist genau in der Basis egozentrisch und weiß aber schon, dass das nicht mehr ganz okay ist. Er ist auch schon sozusagen moralisch eine Stufe weiter und weiß, dass Lügen nicht okay ist, aber wenn man sich doch damit durchsetzen kann und Vorteil hat, warum eigentlich nicht, solange man nicht auffällt. Er kippt aber hier auf und diese Szene, wo er aufkippt, die haben wir nachgestellt und dann gefragt, das ist die Gabi, der hat ihn erwischt und das ist der Franz hier, das ist ein Franz, der noch versucht zu trotzen. Ne? Franz, warum machst du das so? Siehst du jetzt ein, dass das falsch ist? Die Fragen der Kinder an Franz und an Gabi dann jeweils sind sehr spannend. Das würde hier auch bei Igor und Zita funktionieren. Ja, die Arbeit mit Standbildern, das Standbild. Die bildhafte Darstellung einer Situation, einer einzelnen Figur, einer Beziehung zwischen Figuren, einer Handlung mit Körperhaltung, Mimik und Gestik. Ziel der Methode, Nachahmung von Figuren in Situationen. Das Bilderbuch ist hier eine sehr schöne Vorlage. Weil ich habe ja, wenn ich eine Szene sehe, wie diese hier, der Bär sitzt da so, dann betrachte ich sie. Wenn ich mich selber so hinsetze und mich dann noch befragen lasse, dann eigne ich sie mir an. Wenn ich jetzt einen von Ihnen bitten würde, mal eben nach vorne zu kommen und diese oder jene Pose darzustellen,
am besten eine, zum Beispiel versuchen Sie bitte mal Dieter Bohlen nachzustellen oder Heidi Klum, am besten so etwas Herausforderndes, wo man sich vielleicht auch nicht so ganz mit identifiziert, dann merkt man innerlich sofort, das würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so gerne machen vor allen anderen, weil man genau weiß, man muss da einen tiefen Gang in sein eigenes Inneres tun. Man exponiert sich gleichzeitig. Kinder haben da eine ziemliche Fähigkeit zu, sind da noch sehr unbefangen zu diesem Spiel und eignen sich das so aber an, gehen da auch ganz unbefangen rein in diese Prozesse. Und ich kenne das so als eigene Erfahrung, es ist eine Form von Anverwandlung, die da stattfindet. Es ist was anderes, ob ich mir ein Bild angucke und sage, der ist traurig, oder ob ich es nachspiele. Bitte. Wie machst du das mit der Freiwilligkeit der Übernahme dieser Position? Ich sage dann, ich hoffe, dass es genug Freiwillige gibt, die jetzt nicht spielen wollen, weil die Kinder meistens eine ziemlich große Spiellust haben. Und auch die unterlegene Position, das war nicht das Problem, weil bei der Nöstlinger, das hängt aber an der Geschichte, bei der Nöstlinger, die erzählt über den Franz in einer völlig wertfreien Form. Der wird nicht abgewertet. Das ist so eine Mischung aus, es ist nicht okay und Schlitzohr. Das heißt, man kann sich auch mit ihm identifizieren. Deswegen war es nicht schwierig. Wenn es, also ich würde immer ein Stück Geschichten vermeiden, wo jemand richtig schlecht abschneidet. Ja, und auch unabhängig davon, ich glaube, von der Gans vielleicht, würde ich von dem her, was ich kennengelernt habe und nicht gearbeitet habe, die Kinder immer freiwillig da reingehen lassen. Ja, weil es kann ja sein, dass ein Kind mit dem, weiß ich, traurig sein, Ereignisse verbindet, die so gefährlich für es sind, dass die gar nicht auf angesprochen werden dürfen in so einem Kontext. Ja, okay. Und dann müsste so ein Kind sich weigern. Das wissen wir irgendwas nicht von außen. Ja, das ist richtig. Und die kriegen dann auch trotzdem was mit in den anderen. Ja. Also ich halte die Freiwilligkeit für ein ganz wichtiges Prinzip. Ja, als Prinzip sowieso. Aus Gründen der Grenzwahrung, weil wir viel biografisches Wissen nicht haben. Ja, 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 also genauso wie bei den freien Geschichten, die ich vorgestellt habe. Vorlesen ist immer freiwillig. Und es gibt manchmal Kinder, die fallen in den Schmerz, wo auch ein Kind einfach rausrennt und dann am Vormittag über das Gedicht, was ich vorgelesen habe, und das Kind rennt raus und will dann nicht drüber sprechen, was da passiert ist. Ich habe es dann später erfahren, es ging um einen Wellensitt, der starb, und bei dem Kind war eine Woche vorher der Großvater gestorben. Ich habe es dann wesentlich später erfahren. Sowas passiert manchmal, es ereignet sich. Und das Belassen ist dann wahrscheinlich das Entscheidende. Freiwilligkeit und Belassen. Ja, als Abschluss zu dem, was wir heute mit uns beschäftigt haben, ein letzter kleiner Ausflug in die Realität. Vorlesestufen bis zur Einschulung. Machen Sie sich vielleicht einfach mal kurz Gedanken, wie viele Stunden. Das ist so also vom dritten, vierten, sagen wir, drei Jahre lang. Wie viele Stunden bekommt im Schnitt ein bildungsfernes Kind vorgelesen? Wie viele Stunden bekommt ein Kind aus einer bildungsnahen Familie vorgelesen? Wie viele Stunden bekommt ein Kind aus einer akademischen Familie vorgelesen? Nehmen wir mal ein Jahr, 360 Tage, eine Stunde am Tag. Das sind 360 Stunden im Jahr. Bei drei Jahren wäre es schon 1000 Stunden. Ist das realistisch? Das ist bei dem anderen vielleicht die Hälfte, 500 Stunden. Ich gebe mir mal 10 Sekunden Zeit, sich Gedanken zu machen. Drei Positionen. Was könnte das sein? Um nochmal einzuschätzen, mit welchen Erfahrungen müssen wir bei welchen Kindern rechnen. Hier kommt das Ergebnis. Sozioökonomisch benachteiligte Kinder kommen auf ungefähr 20 Stunden in drei Jahren. So verschiebt auf eine Minute am Tag hinaus im Schnitt. Mittelschichtfamilien sind bei 1000 Vorlesestunden, akademische Familien bei 1600. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, bezogen auf unsere Themen, wie Perspektivität, Dezentrierung, also alles das, was wir Literatur unterstellen,
plus Sprache lässt sich vorstellen, was zu Schulbeginn schon oder auch zu Kita-Beginn alleine schon noch einen kleinen Unterschied angelaufen ist und umso wichtiger bestimmten Kindern intensiv mit Bilderbüchern zu arbeiten. Also sind da jetzt nicht die Stunden, die vielleicht auch im Kindergarten vorgesehen sind? Nein, nur die in der Familie. Okay. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Bitte. Die Methoden, die ich vorstelle, dass man mit den Kindern vorliest und dann auch dieses Diskutieren dann hat. Wie viele Kinder kann man das alle Erwachsenen nehmen? Die ganze Klasse bekommen wir nicht. Ja. Das ist, es ist unterschiedlich. Also zunächst mal ist es natürlich, wenn ich in der Kita bin und mit 3 bis 4 Kindern ist es natürlich ideal oder auch 1 bis 2 Kinder. Wobei meine Erfahrung aus Projekten sogar so ist, dass es die bei diesen Kindern hier, denen kommt es gar nicht mehr, dass ich das vorlesen antwortlicherweise. Ich meine, fast egal, was die Geschichte, dass sie jemand in den Arm nimmt und nur für sie da ist. Weil das hier sind 1600 Stunden Zuwendung und Geborgenheit. Das ist nicht nur Literatur, das ist Bindung, was hier stattgefunden hat. Das fehlt diesen Kindern, das ist manchmal schmerzhaft spürbar. Das beschreiben Studierende auch so, in diesen Projekten gearbeitet haben. Wenn ich mit einer Gruppe arbeite, in der Kita, arbeiten in den Projekten dann auch, wenn wir in ein bestimmtes Buch einführen, mit einem Bilderbuch. Und da ist es wiederum richtig, das ist jetzt nicht, das ist nicht sowas, sondern wir haben unterschiedliche Erzählkarten, auf denen eine bestimmte Struktur ritualisiert ist. Zum Beispiel, was meinst du, wer ist der Held der Geschichte? Schauen wir uns das Titelbild an. Was denkst du, was wird passieren? Kannst du aus dem Kopf nicht so runterreden, aber das Wichtige ist zum Beispiel, dass diese Kinder das Gefühl haben, sie können erfolgreich am Gespräch teilnehmen. Und der Mangel an Literatur bedeutet natürlich auch einen Mangel an Gesprächserfahrung. Und das heißt, ich muss mit diesen Kindern, deswegen kann ich die so schwer in der Gruppe zunächst arbeiten lassen, weil sie wissen gar nicht, was sie machen sollen mit den Büchern. Die haben die Gesprächserfahrung nicht. Das heißt, ich muss mit denen sozusagen das Ritual des Sprechens über Literatur erst einführen oder Anschlusskommunikation oder was man es nennen will. Wenn das funktioniert und wenn man Lust hat, wenn man weiß, wie man sich damit auseinandersetzt, dann kann ich die Kinder auch mit einem Auftrag wiederum sich die Bücher alleine angucken lassen, wie der Junge mit dem Mikro, weil es natürlich darauf ankommt, die Kinder auch in die Lage zu versetzen, selber was damit zu machen. Aber das ist ein Prozess, der eher am Ende steht. Bitte. Ja, 2. Klasse, glaube ich. 2. Klasse, ja. Okay. Ja. Das war einfach vor der Tafel, Schultisch, das war dann die Bühne. Manchmal denke ich, wenn ich sowas im Nachhinein sehe, denke ich manchmal, ja, leichtsinnig, als wir. Ich würde es gar nicht mal drunter fallen, aber in der Situation habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Und für die Kinder war das eine ausreichende Bühne. Also bei diesen ganzen Spielen ist es immer sehr, sehr wichtig, eine Bühne zu haben. Es muss irgendwo was sein, wo man sich sozusagen, wo man jemand anders werden kann. Das ist ein anderer Raum, also wer Theatererfahrung hat, weiß das. Die Bühne funktioniert ein Stück schon wie Maske, es ist Verwandlung. Ich brauche den herausgehobenen Raum, das ist wichtig. Bitte. Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Also wenn Sie auch, du hast ja mit Kindern, also ob in Schule oder auch im Kindergarten, haben Sie vorher sowas, also Gesprächsregeln, finde ich, hört sich ein bisschen hart an, aber gab es sowas wie Richtlinien, also es spricht nur einer, gab es vorher so Vereinbarungen mit den Kindern oder ist man so drauf losgegangen? Unterschiedlich in der Kita, wenn wir so in Bilder reden, dann wirkt diese Erzählkarte zum Beispiel wie ein Sprechstein. Wer sie hat, kann was sagen. Oder bei so Projekten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wo die Kinder das Wochenende Bücher mit nach Hause lesen können und dann davon erzählen, da hat sich als völlig einfachen Trick herausgestellt, mit einem Mikro zu arbeiten. Das ist nirgendwo angeschlossen. Das ist einfach nur ein Mikro. Und das reicht schon. Das ist der Zauber der Technik, die man sich manchmal zunutze machen kann. Ansonsten ist es wie in allen Gruppen.
man muss sozusagen Regeln einführen und sie dann beherzt durchsetzen. Ne, also ich zum Beispiel mache ich das im Erstsemester immer so, dass ich am Anfang der Veranstaltung klebe die Tür zu. Dann kommen welche, machen die Tür offen, dann gehe ich hin und sage, das tut mir aber leid. Es gab sicherlich einen Todesfall in der Familie, oder warum kommen die zu spät? Danach würde ich sagen, es kann nicht sein, dass sie jetzt zu spät kommen, weil sie noch einen Kaffee ziehen mussten. Und jetzt 80 andere Schüler, das ist nicht wahr, oder? Der kommt nicht mehr zu spät, nie wieder. Das ist offenbar ein etwas spielerischer Umgang damit, ich habe keine Lust auf Moral. Ich mache es lieber theatral an solchen Stellen. Das würde ich mit Kindern so nicht machen. Finde ich schön. Aber das muss ich als Erwachsener aushalten, wenn ich mir die Frechheit rausnehme, einfach andere zu stören. Viertel nach ist Viertel nach. Das ist Zeit genug. Von mir wird auch ein paar Schritte kommen. Ich bin also in den unterschiedlichsten Gruppen, muss ich einfach auf Regeln bestehen, mehr oder weniger. Weil wenn ich sie nicht mache, macht sie jemand anders. Und ob das im Sinne des Erfinders ist, ist dann die Frage. Das ist an vielen Stellen so. Wie gehe ich mit Andersartigkeit um und. Es geht immer um Regeln. Es geht darum, sie zu besprechen. Es geht darum, sie zu gemeinsam zu machen. Und es geht darum, sie einzuhalten. Wenn keine Fragen mehr sind, würde ich das so üblicherweise auf, vielleicht 5 von Ihnen bitten, eine kurze Rückmeldung zu formulieren. Wer würde das übernehmen? Das muss nicht viel sein. Und Nummer 5, hervorragend, in der Reihenfolge. Dann fange ich an. Ich nehme heute mit, dass ich nochmal einen anderen Blick auf Bilderbücher habe. Ich fand Ihre Kriterienliste sehr interessant. Ich habe mir so in der Form jetzt noch nicht überlegt, wie ich mehr lese. Was ich auch mitnehmen werde, ist nochmal einen Fokus darauf zu haben, welche Methoden man anwenden kann, um Bilderbücher vorzulesen. Ich habe das einfach so gemacht, weil es man gezielt nochmal darauf eingeht, auf verschiedene Kinder, verschiedene Hintergründe. Okay. Nummer 2. Ja, das war ich. In die Richtung sollte es bei mir auch gehen. Und zwar fand ich die Idee ganz schön bei Kindern, bei denen man weiß, dass zu Hause wahrscheinlich nicht so viel vorgelesen wird, dass sie dann per Kopfhörer dann so in diese Geschichten eingebunden werden. Das habe ich so vorher noch nie so gehört und das finde ich sehr interessant. Das kann ich mir auch sehr vorstellen, dass das sehr stark angenommen wird. Und mit diesem Gesprächsverlauf, das fand ich auch nochmal ganz gut. Ich habe das versucht, so auf mich zu reflektieren, wenn ich mit meinem Neffen zum Beispiel eine Geschichte lese, dass ich schon zu viel vorwegnehme, dass ich zu wenig vielleicht Fragen stelle, sondern direkt sage, ach guck mal da, der macht das und das. Ne? Das ist doch interessant oder lustig oder so. Vielleicht, dass man das Kind selber vielleicht anders mit einbindet, dass es vielleicht selber darauf kommt, dass ich den schon vorwegnehme. Ja, diesen interessanten Spruch, wo ein Kind sagt, ich hätte so viel gelernt, wenn ihr es mir nicht dauernd erklärt hättet. Ich kenne das selber von mir. Nummer 3. Ja. Also ich fand besonders interessant unsere Gruppenarbeit, also diese Anhaltspunkte, die wir hatten, dann haben wir uns gemeinsam das Buch angeschaut und dann diese Diskussion darüber, also so das, was die eine gesagt hat, wäre mir so nie in den Sinn gekommen, also dieser Austausch vorab über die Bilderbücher, was denken, auch natürlich, was denken wir als Erwachsene darüber, um dann zu schauen, wie denken Kinder, aber erstmal so ein paar Anhaltspunkte zu bekommen und das halt in der größeren Runde als zu zweit, weil zu zweit ist, finde ich, häufig noch eingeschränkter, als wenn man zu dritt oder zu viert ist. Genau, und dann diese Stufen fand ich besonders interessant. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch so deutlich wird bei der Arbeit mit den Kindern. Genau. Ja, bitte.
Also mir war schon vieles sehr bekannt, wie ich Deutsch studiere und gerade genau zu diesen Themen auch Seminare belegt habe. Was für mich jetzt noch, ja, diese Umgehensweise damit, das war für mich noch ein bisschen neu, zum Beispiel mit dem Rollenspiel, mit diesem Standbild meine ich, zum Beispiel, dass danach noch Fragen dazu gestellt werden. Wie fühlst du dich auf so eine Idee? Fand ich sehr schön, dass man da auch nochmal weiterdenkt. Also ich kannte nur Standbilder, habe mich immer gefragt, was die eigentlich sollen, aber wenn man da weiter fragt, dann geht einem das los. Ja, genau. Dann fehlt, wenn man ohne diese Fragen und ohne den Wechsel zwischen Publikum und Standbild arbeitet, weiß man wirklich nicht, was ist das für eine Methode. Ja, und die Nummer 5? Und es war jetzt auch mal was ganz anderes, das zu hören von jemandem, ne? Nicht einfach nur irgendwie zu lesen in einem Buch, sondern es hat mir jetzt irgendwie nochmal neue Perspektiven eröffnet, obwohl ich das natürlich alles schon gelesen oder vieles schon gelesen habe. Aber bezogen auf dieses dialogische Vorlesen, auch diese W-Fragen etc., war das ganz witzig. Ich habe halt schon mehrere das in Kindergärten gemacht, wo eben auch dialogisches Vorlesen praktiziert wurde und ich habe das so wahrgenommen und jetzt im Nachhinein habe ich nochmal einen ganz anderen Blick darauf, wie die Erzieherinnen vorgegangen sind und dass es ja teilweise auch wirklich ein Ziel verfolgt hat und das finde ich irgendwie ganz spannend und aber auch, dass es vielleicht ein bisschen indirekt ein Ziel verfolgen, weil ich glaube, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass vielleicht nicht alle auch zu Hause zum Beispiel als Mutter, dass ich mich jetzt immer gleich damit auseinandersetzt, okay, was sagt dieses Buch und jetzt auch mit Fragen zum Beispiel jetzt, was will ich damit bezwecken, sondern ich finde es schön illustriert und die Hauptaussage ist ganz nett, aber dass so unbewusst ein Ziel verfolgt wird und ich hoffe, man kann mir jetzt folgen, ich kann mir gerade selber nicht mehr folgen, aber okay, ja, also ich fand es gerade ganz spannend irgendwie. Okay. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich lerne immer ganz viel bei solchen Sachen. Das stelle ich jetzt nicht mehr vor. Was ich in meinem Kopf weiß, eigentlich muss ich mich direkt danach hinsetzen und aufschreiben. Vielleicht schaffe ich das gleich noch. Vielen Dank. Ein erfolgreiches Studium. Ja, und es gibt auch Kriterien für Kinderstudien. Gleich morgen mit in Ihrem Beobachtungsrepertoire haben, wie das manchmal so sein kann. Wenn Sie noch Lust haben, schnüffeln Sie hier, ich habe auch dieses Buch noch aus dem Regal gezogen, was du eben erwähnt hast. Lassen Sie nur bitte die Bücher alle da. Dies dürfen Sie mitnehmen und ansonsten kennen Sie sich aus. Gestatten Sie mir ein halbes Schluss, Frau Drosten. Nur weil ich es dann vergessen habe, wer noch eine Teilnahmebescheinigung braucht, kann die Ich bedanke mich ganz herzlich auch im Namen all meiner Mitarbeiterinnen und meines Kollegen für Ihr Interesse an dieser ersten Fortbildungsreihe im Kinderwerk, bei dessen Eröffnung einige von Ihnen dabei waren. Mit den Studierenden arbeite ich noch weiter, wir haben hier noch Semester. Ich hoffe, Sie haben hier und da etwas mitnehmen können und wir freuen uns auch über Rückmeldungen, die Sie uns noch außerhalb dieser Veranstaltung geben wollen. Ebenso natürlich über Anregungen, was Sie gerne hier finden möchten. Es ist zwar keine Garantie, dass wir es sofort umsetzen, wenn Sie eine Idee haben, aber nur so können wir erfahren, was Sie vor Ort auch interessiert bzw. plagt und wo wir vielleicht fachliche Linderung schaffen können. Wir sind dabei, weitere Formate zu entwickeln, die auch anders laufen als dies. Im Moment sind wir mit dem Thema Klänge bzw. Hören beschäftigt, um dazu im Wintersemester, also ab Oktober, etwas anzubieten. Bleiben Sie aufmerksam, die Ausschreibungen laufen die gewohnten Gänge, sodass Sie in jedem Fall zu Ihnen finden müssten. Wenn
Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Wenn nicht, wie heißt es so schön, sprechen Sie an anderer Stelle darüber. Und nicht zuletzt gilt mein Dank Ihrer Sitzfähigkeit. Diese Stühle sind wirklich nicht das Wahre, dass wir diesen Katalog kaufen, das heute so möglich ist. Wir werden kreativ sein müssen, um das zu ändern. Vielen Dank und haben Sie einen guten Schuljahres- und Kindergartenjahresabschluss.